Herzlich willkommen, liebe Teilnehmer. Wir freuen uns ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, an unserem heutigen Webinar teilzunehmen. Dies ist das letzte DKE-Webinar einer ganzen Reihe zu dem Thema Industrie 4.0 für dieses Jahr. Weitere Informationen finden Sie auf der DKE-Homepage. Im heutigen Seminar zu Industrie 4.0, eine Basisnorm für Industrie 4.0, OPCOA, wird es im Verlauf der Präsentation hauptsächlich um die Grundlagen von OPCOA und warum sich diese Kommunikationsprotokoll in Deutschland mehr und mehr durchsetzt gehen. Das Webinar wird etwa 30 Minuten je nach Fragen dauern. Dazu begrüße ich den heutigen Referenten zu diesem Thema, Matthias Damm, Experte mit DKE für das heutige Thema Industrie 4.0, eine Basisnorm für Industrie 4.0, OPCOA ist. Hallo, Herr Damm. Hallo. Er ist seit 2003 als Geschäftsführer bei der Escolab GmbH tätig und dort für OPC Consulting and Certification verantwortlich. Bei der OPC Foundation ist Herr Damm seit 2015 im Board of Directors und seit 2003 in verschiedenen OPCOA-Arbeitsgruppen als Leiter bzw. Editor aktiv, sodass wir uns freuen, Herr Damm als Experten für unser heutiges Webinar gewonnen zu haben. Nur noch ein paar Worte zu meiner Rolle. Ich bin Jessica Fritz und ich werde heute Ihre Moderatorin sein. Ich selbst bin Mitarbeiterin seit 2013 bei der DKE und dort an den Themen Industrie 4.0 und Use Cases beteiligt. In meiner Funktion als Moderator werde ich Sie heute durch diese Veranstaltung führen. So, bevor Herr Damm mit dem Vortrag loslegt, habe ich noch ein paar organisatorische Hinweise an Sie. Sie sind während unserem Webinar stumm geschaltet und es hat den Hintergrund, dass Störgeräusche vermieden werden sollen. Sie können natürlich trotzdem mit uns kommunizieren, das sollen Sie sogar, beziehungsweise wir würden uns sehr freuen, wenn Sie aktiv an unserem Webinar teilnehmen. Dazu nutzen Sie bitte unsere Frage- und Antwortenfunktion rechts in Ihrem Bildschirm. Hier können Sie Ihre Fragen direkt an uns richten. Wir werden diese Fragen dann entweder unmittelbar, wenn Sie diese stellen, beantworten. Das heißt, ich gebe die Frage direkt an Herrn Matthias dann weiter. Oder wir heben Ihre Frage bis zum Schluss des Vortrages auf und beantworten diese dann gebündelt. Dies hängt natürlich auch immer ein bisschen von der Ich werde dies dann als Moderatorin intuitiv entscheiden und Sie so durch das Webinar führen. In jedem Fall werden wir all Ihre Fragen heute versuchen zu beantworten. Im Anschluss an das Webinar möchten wir gerne wissen, wie Ihnen das Webinar gefallen hat. Dazu wird automatisch in Ihrem Browserfenster eine kleine Zufriedenheitsumfrage gestartet, an der wir Sie bitten, teilzunehmen. Denn wir möchten Ihnen auch in Zukunft Mehrwerte bieten und die Webinare optimieren und sind daher sehr an Ihrer Meinung interessiert. Der letzte organisatorische Punkt ist, dass wir Ihnen im Anschluss an das Webinar eine Aufzeichnung zur Verfügung stellen möchten. Sollten Sie also zum Beispiel Folien auf den ersten Blick nicht vollständig erfassen können, so können Sie hinterher alles natürlich noch einmal einsehen. Bevor ich jetzt an unseren Referenten übergebe, möchten wir noch etwas über Sie erfahren, damit auch wir wissen, mit wem wir es hier heute zu tun haben. Und dafür nutze ich jetzt die Umfragefunktion. Dazu öffnet sich, sobald ich die Umfrage starte, rechts in Ihrer Anwendung die Frage mit Antworten, die Sie anklicken können. Und zwar würden wir gerne von Ihnen erfahren, ob Sie bereits in den Gremien der DKE zur Normung und Standardisierung aktiv sind. Einen kleinen Moment. Gleich startet sie, wenn ich sie gefunden habe. Jetzt müssen Sie sie sehen. Jetzt warten wir kurz, bis die Antworten kommen. Können Sie die Frage sehen? Ich kann sie sehen, ja. Danke Ihnen. Ich kann allerdings nicht antworten. Ich bin mal gespannt. Bisher hat noch niemand geantwortet. Sonst schließe ich gleich die Umfrage. Okay.
Okay, eine Person hat geantwortet. Sehr schön, wenn noch mehr antworten könnten. Dankeschön. Na, jetzt sind schon drei. Und es werden mehr. Jetzt haben schon vier geantwortet. Wir nähern uns dem Ziel. Ah, ich sehe hier gerade Frage und Antworten. Da haben schon einige geantwortet. Da haben schon vier mit Ja geantwortet und zwei mit Nein. Also wir haben auch noch einige, die noch nicht mit der Normung zu tun haben. Viele haben schon Berührung mit der Normung und Standardisierung zu tun. Dann würde ich jetzt die Umfrage auch schließen und würde ich sagen, ich übergebe an Herrn Matthias Sanz und übergebe ihm die Rechte. Einen Moment. Damit habe ich zunächst alles gesagt und übergebe jetzt an Herrn Matthias Damm. Ich freue mich auf ein spannendes Webinar. Viel Erfolg. Ja, ja, vielen Dank für die Einleitung. Ich werde Ihnen heute einen kurzen Überblick über das Thema OPC UA geben, OPC Unified Architecture. Und das Layout ist ein bisschen anders. Ganz kurz anfangen mit ein paar einfachen Beispielen, was im Endeffekt vor der OPC-Zeit war, waren im Endeffekt, dass Geräte verschiedene spezifische Protokolle gesprochen haben, teilweise auch unterschiedliche physikalische Kommunikationsprobleme hatten. Und die erste Lösung mit dem Classic OPC war im Endeffekt, dass man auf einem Windows-PC eine Übersetzungssoftware installiert hat, die sich dann OPC-Server genannt hatte. Und darüber konnten dann verschiedene Applikationen, verschiedene Geräte miteinander sprechen über OPC. Und mit OPC UA ist jetzt der Ansatz aber, dass ich das standardisierte Kommunikationsprotokoll direkt in alle Geräte integrieren kann, also plattformunabhängig implementieren kann, dass ich aber auch nicht nur die Grammatik standardisiere, sondern eben auch gewisse Grundregeln für die Kommunikation, gewisse Grundsemantik und auch Security, also dass auch sich die Geräte und die Applikationen untereinander authentifizieren, autorisieren können und Security-Mechanismen verwendet werden. Das ist im Endeffekt die Basis von OPC UA, eine sichere Kommunikation. Und was wir darauf aufsetzend definieren und zusammen mit anderen Experten entwickeln, sind sogenannte OPC-Informationsmodelle, wo wir eben auch mehr Semantik, mehr branchenspezifische Semantik definieren, dass ich eben nicht nur auf Bits- und Bytes-Ebene kommunizieren kann, sondern wirklich eine semantische Interoperabilität zwischen Geräten und zwischen Anwendungen erreichen kann. Das Ganze basiert auf einer mehrschichtigen Architektur. Und da gehe ich jetzt über die verschiedenen Blöcke hier drüber auf den nächsten Folien. Aber vielleicht ganz kurz zur Historie, wie ist OPC UA entstanden? OPC UA ist im Endeffekt die nächste Generation von OPC UA Standards. Ich hatte gesagt, die erste Generation war im Endeffekt eine APIs auf Windows-Systemen, standardisierte APIs für den Zugriff auf Prozessdaten. Und diese Standards, die es gibt seit 1995, und die sind sehr weit verbreitet in der Automatisierungstechnik. Man hat aber im Anfang 2000 erkannt, dass eben das Thema nicht mehr so weit trägt und dass man an der neuen Generation kommen kann, die dann auch plattformunabhängig ist, die auch Protokolle definiert, die in modernen IT-Umgebungen verwendet werden können. Das heißt, die Hauptdefinitionsphase hat 2003 schon angefangen, war bis 2006 und dann gab es eine recht umfangreiche Verifikationsphase von 2006 bis 2008, wo nicht nur erste Produkte implementiert worden sind, sondern vor allem auch
sehr intensive Security Reviews durchgeführt worden sind und auch die Modellierungsmöglichkeiten von OPC, eben diese Semantik auszudrücken, auch getestet wurden. Und das war eben recht umfangreich und dann im Jahr 2009 gab es die erste Spezifikationsfreigabe. Parallel wurde auch an der IEC-Version gearbeitet, also sprich alle OPC-UA-Spezifikationen sind auch als IEC-Version, also IEC 62541 verfügbar. Die First Edition, die ist von 2010 bis 2012 veröffentlicht worden und in diesem Jahr wurde die Second Edition veröffentlicht. Da sage ich gleich noch ein bisschen mehr dazu, zu den Details. Und von der OPC Foundation ist die aktuelle Version, ist die Version 1.03, die im Juli diesen Jahres eben freigegeben worden ist. OPC UA ist erstmal alle Features, die es vorher von OPC schon gab, also im Endeffekt die sich mit einem Server zu verbinden, herauszufinden, welche Daten sind verfügbar, welche Informationen sind verfügbar, Daten zu lesen, Daten zu schreiben, aber auch sich anzumelden für Änderungen. Das ist alles enthalten. In OPC UA wurde aber einiges noch zusätzlich ergänzt. Einmal ist eben die Plattformunabhängigkeit, dass ich praktisch die OPC-Schnittstelle auch auf jedes beliebige Zielsystem bringen kann. Dass eben soweit möglich Standardprotokolle und Standard-IT-Mechanismen verwendet werden und nur, wenn notwendig, eben spezielle Definitionen ergänzt werden. Dass Security ein elementarer Bestandteil des Standards von Anfang an war, also in allen Designentscheidungen war Security immer ein wichtiger Punkt. Und das Prinzip ist, OPC-Produkte müssen Security implementieren. Ihr Anwender dürfen es abschalten, wenn sie sagen, sie betreiben es in einer sicheren Umgebung oder sie wollen den Aufwand für die Administration nicht betreiben. Dann darf der Anwender es gerne abschalten, aber die Produkte müssen Security implementieren. Das ist aus Sicht von OPC kein optionales Feature. Ein wichtiger Punkt, der dazu gekommen ist, auch eben der komplett objektorientierte Ansatz, dass ich eben Systeme auch wirklich objektorientiert beschreiben kann und das auch typisieren kann alles. Also das ist auch ein sehr großer Schwerpunkt, was bei OPC dazu gekommen ist. Und Skalierbarkeit durch Profile heißt, dass im Endeffekt Funktionseinheiten einen Namen bekommen und ich dann als Produkt oder als Anwender sagen kann, diese Funktion benötige ich und dann im Endeffekt eine Liste von Profilen habe, die ich dann für meine Anwendung benötige. Was aber auch ein ganz wichtiger Punkt ist, weil niemand fängt auf der grünen Wiese an oder nur wenige fangen auf der grünen Wiese an. Das heißt, auch die Migration von dem klassischen OPC nach OPC UA war ein wichtiger Punkt, den wir bei der Entwicklung von OPC UA mit betrachtet haben. Wenn man sich jetzt die verschiedenen Teile anschaut von der Architekturübersicht, dann ist erstmal ein wichtiges Thema die Grundregeln, nach denen ich Informationen veröffentlichen kann, nach denen sich Informationen beschreiben kann. Das heißt, wie kann ein Server sagen, welche Informationseinheiten, welche Teile, welches Modell er anbietet? Und das ist eben ein objektorientierter Ansatz. Ein Objekt ist ein Container für Informationen, kann Variablen enthalten. Das sind im Endeffekt die Daten des Objektes. Da kann ich lesen, schreiben, zugreifen, auch auf die Historie, wenn die verfügbar ist. Dann hat ein Objekt Methoden, das heißt, ich kann Kommandos ausführen auf dem Objekt und die arbeiten im Endeffekt auf den Daten des Objektes und ein Objekt kann Events feuern. Das ist erstmal das Grundprinzip von der Modellierung und im Detail sieht es so aus, dass ich alle diese Informationseinheiten über sogenannte Nodes, Knoten im Adressraum des OPC UA-Servers modelliere. Und da gibt es Knoten, die ein Objekt repräsentieren, Knoten, die eine Variable repräsentieren, Knoten, die Methoden repräsentieren. Es gibt aber auch Knoten, die Typen definieren oder repräsentieren wie Objekttypen. Das können Sie sich vorstellen wie Klassen. Variablentypen sind im Endeffekt Datenklassen und Datentypen sind, da können Sie Datenstrukturen, auch anwenderspezifische Datenstrukturen veröffentlichen. Diese Knoten haben jeweils eine Liste von Attributen. Da gibt es Attribute, die an allen Knoten verfügbar sind, wie zum Beispiel die Adresse des Knotens oder der Name des Knotens.
Es gibt aber auch Attribute, die im Endeffekt abhängig vom Knotentyp sind. Zum Beispiel eine Variable hat einen Wert, also die Daten des Objektes. Den Wert kann ich lesen, schreiben. Aber um diesen Wert herum gibt es weitere Metadaten, wie zum Beispiel den Datentyp des Wertes oder die Zugriffsrechte. Kann ich den Wert lesen, kann ich ihn schreiben, gibt es eine Historie dazu. Also solche Informationen hängen an diesen weiteren Attributen. Und die Variablen haben die größte Menge der Attribute, weil da eben sehr viel um dieses Value-Attribut herum noch existiert. Und ein weiterer wichtiger Punkt sind die Referenzen zwischen Knoten. Und diese Referenzen, die machen eben aus einer Liste von Knoten ein Netzwerk von Knoten. Und es gibt hierarchische Referenzen, wie zum Beispiel HashComponent, in dem Fall vom Objekt zu den Variablen oder zu den Methoden. Oder es gibt nicht hierarchische Referenzen, die auch Metadaten zeigen. Zum Beispiel ein Objekt zeigt auf seinen Objekttyp als auf die Klasse, die für die Instanzierung verwendet worden ist. Und das sind im Endeffekt auch die Hauptunterscheidungskriterien, wenn ein OpenCL-Client durch das Netzwerk von Knoten navigiert. Und er zeigt im Endeffekt eine Baumansicht der Objekte und Variablen und Methoden an, dann wird er hierarchischen Referenzen folgen. Und wenn er zum Beispiel auf Metadaten gehen will, dann kann er nicht hierarchischen Referenzen folgen. Als konkretes Beispiel hier mal ein Objekttyp, Analog Measurement, also eine analoge Messstelle, die eine Variable hat, die den Messwert repräsentiert. Diese Variable hat verschiedene Properties, zum Beispiel ein Range, das heißt der normale Wertebereich der Variable des Wertes, und eine Unit, das heißt die Einheit, das sind typischerweise zwei elementare Metadaten für einen Messwert, weil das natürlich ein großer Unterschied ist, ob ich Grad Celsius oder Grad Fahrenheit anzeige oder ob der Wert Grad Celsius Grad Fahrenheit liefert. Deswegen sind das sehr, sehr wichtige Informationen, die hier mit dem Wert kommen. Und es gibt hier zwei Objekte, die jetzt zum Beispiel Alarme repräsentieren, Systemalarm und Levelalarm, wo ich auch die Überwachung zum Beispiel von dem Messwert machen kann. Das ist aber, sage ich mal, das Template der Objekttyp. Das heißt, dieses Analog Measurement ist ein Objekttyp, ist abgeleitet vom Base Object Type. Und wenn ich mir jetzt anschaue, wenn ich jetzt davon drei Instanzen habe, also eine Druckmessstelle und zwei Temperaturmessstellen, dann ist im Endeffekt das Netzwerk an Knoten unterhalb des Typknotens, also unterhalb Analog Measurement und unterhalb der Instanzknoten wie Pressure oder Temperature, ist das Netzwerk der Knoten ist da identisch. Der Hauptunterschied ist im Endeffekt, die Knoten am Typ dienen eigentlich nur zur Beschreibung des Typs, und da bekomme ich keine realen Daten, und die Knoten an der Instanz, da bekomme ich dann die realen Daten oder kann eben einen Alarmstatus abfragen oder wenn es Methoden gibt, da auch konkret Methoden aufrufen. Das heißt, das Layout der Knoten an dem Typ und an den Instanzen ist identisch, und der Typ dient im Endeffekt zur Beschreibung, was ich später an den Instanzen finden kann. Das sind die Grundregeln, nach denen im Endeffekt ein Modell im OPC-Server aufgebaut wird. Und alles Weitere ergibt sich im Endeffekt aus diesen Grundelementen. Da komme ich aber gleich noch dazu mit Beispielen. Der nächste wichtige Block in der Architektur von OPC-UI sind die Transportprotokolle. Und die Transportprotokolle sind erstmal unabhängig davon, wie die Applikation im Endeffekt welche Daten die verschickt. Das heißt, die API, die auf der nächsten Ebene für die Applikation da ist, nämlich die Services, die abstrahiert die verschiedenen Protokolle. Und ein wichtiges Kriterium für uns immer ist, dass ein Protokoll Security-Mechanismen entweder enthält, also zum Beispiel, wenn ich Web-Services verwende, dass ich dann zum Beispiel über HTTPS eine Transport-Security habe, oder dass wir eben selbst Security-Layer definieren, zum Beispiel für das OPC-UI-Binary-Protokoll. Also wir achten immer darauf, dass ein Protokoll immer eine Möglichkeit von Security-Mechanismen bietet. Die Protokolle, die in der ersten Version verfügbar waren, ist im Endeffekt das grün gekennzeichnete ist im Endeffekt das Standardprotokoll, das ist das verpflichtende Protokoll,
Das ist ein binäres Encoding der Daten, eine Sicherungsschicht, wo die Nachrichten jeweils gesichert werden, das heißt verschlüsselt und signiert, und dann Transport über TCP/IP oder alternativ eben über Web Services. In der Version 1.0.2 haben wir zwei Varianten ergänzt, die im Endeffekt mit Transport Security arbeiten. Das ist eigentlich ein Thema, was jetzt nicht unsere Präferenz ist, aber einfach, sag ich mal, Stand der Technik in den Bereichen, die wir bedienen wollen, hier darstellt. Weil ein Thema ist, dass dieses auf der linken Seite dieses WS Secure Conversation hat sich als Standard bei Web Services nicht wirklich durchgesetzt. Das heißt, Security bei Web Services heute hauptsächlich dann über HTTPS, über Transport Layer Security. Und das Thema ist, wenn man in Webbrowser kommunizieren will, dann haben die zwar Kryptobibliotheken im Bauch, aber als Web-Applikation hat der darauf keinen Zugriff. Das heißt, ich habe da auch nur die Möglichkeit über eine Transport Layer Security und dann im Endeffekt das Binärprotokoll zum Beispiel in der JavaScript-Bibliothek im Webbrowser zu verarbeiten. Und das waren die beiden Themen, die wir im Endeffekt deswegen als spezielle Protokollvarianten hinzugefügt haben. Aber was auch immer wir in Zukunft mit zusätzlichen Protokollen hinzufügen, dazu definieren, ist es so, dass wir immer aus Applikationssicht eigentlich nur einen Austausch der Kommunikationstext und ein Update der Kommunikationstext benötigen, weil die Applikationen, die arbeiten mit den OPC-UI-Services und die abstrahieren im Endeffekt die Protokolldetails von der Applikation. Das heißt, ein Client und ein Server interagieren auf Ebene dieser Services. Und da gibt es verschiedene sagen wir, Bereiche von Services. Einmal Discovery, das heißt, wie kann ich einen Server finden und wie finde ich heraus, mit welchen Security-Einstellungen ich mit diesem Server eine Verbindung aufbauen kann. Dann gibt es Services, um durch den Server zu navigieren. Also sprich, wie kann ich Knoten finden, wie kann ich Instanzen finden, Variablen, Objekte oder auch wie kann ich durchs Typsystem navigieren. Dann gibt es Services, um auf aktuelle Daten zuzugreifen, also lesen und schreiben von aktuellen Daten, also typischerweise eben Werte von Variablen, aber auch alle anderen Attribute können gelesen werden. Und dann gibt es auch ein Read History, das heißt, wenn ich für eine Variable eine Historie habe oder auch für ein Event-Log eine Historie, dann gibt es eben spezielle Services, wo ich dann auch einen Zeitbereich angeben kann, in dem ich praktisch den Werteverlauf oder ein Event-Log auslesen kann. Dann gibt es einen Service für Methodenaufrufe, das heißt, dass ich diese applikationsspezifischen Kommandos ausführen kann. Und es gibt Services, um sich für Daten und Event-Streams anzumelden. Das heißt, ich kann entweder Variablen auswählen und kann dann, werde dann bei Änderungen der Werte dieser Variablen benachrichtigt mit dem neuen Wert oder eben Event Notifications. Wenn Server Events auslöst, dann kann ich die eben auch bekommen. Und es gibt auch noch Services, um auch den Adressraum zu modifizieren oder Knoten zu erzeugen oder zu löschen. Die Services sind erstmal an sich sehr generisch, das heißt, es gibt jetzt keine speziellen Services, um auf irgendwelche Informationen zuzugreifen, sondern ich verwende eigentlich immer Browse und Read. Also zum Beispiel, wenn ich den Serverstatus haben will, dann gibt es eine Statusvariable im Server-Adressraum, die standardisiert ist, und dann kann ich den Status lesen oder ich kann mich auf den Status anmelden und bekomme dann eben Statusänderungen auch über die Subscription mitgeteilt. Das heißt, alles, was an spezifischen Informationen in einem Server vorhanden ist, wird immer über die Knoten modelliert, sei es über das Typsystem oder über Instanzen. Dann gibt es neben, sag ich mal, diesen Basiselementen von OPC-UI, also dem Meta-Modell, mit dem ich Informationen beschreiben kann, dem Transportprotokoll und den Services, gibt es auch sogenannte Built-in-Information-Models. Das sind im Endeffekt schon für Standard-Use-Cases von OPC-UI vorgefertigte Bibliotheken. Bei Data Access, da geht es im Endeffekt hauptsächlich darum, bestimmte Standard-Properties für Prozessvariablen zu liefern, wie das vorhin schon gezeigte Einheit oder Wertebereich.
was ein sehr umfangreiches Modell ist, ist das Alarm-Condition-Modell. Da geht es darum, die, sagen wir, eine Alarmverarbeitung zwischen Client und Server zu standardisieren. Und da werden verschiedene Grundelemente von OPCUA verwendet. Also es werden Objekte und Variablen verwendet, um den Status eines Alarms zu repräsentieren. Also ein Alarm ist ja immer eine Liste von State Machines. Wechsel von States von einem Alarm, wenn zum Beispiel ein Alarm aktiv wird, weil irgendein Fehlerzustand vorhanden ist, dann wird dieser Wechsel des Status wird über Events an den Client geschickt. Und dann werden Methoden verwendet, um eine Rückmeldung vom Client an den Server zu geben, also zum Beispiel um ein Acknowledge zu machen. Das heißt, hier werden verschiedene Grundelemente von OPC-UA, Objekte, Variablen, Methoden, Events verwendet, um eine höherwertige Bibliothek zu erstellen. Und das passiert eigentlich bei allen Informationsmodellen. Man definiert im Endeffekt spezielle Objektbibliotheken und Typbibliotheken für bestimmte Anwendungsfälle. Neben den aber diese Built-in-Data, diese Built-in-Information-Models sind eben Bestandteil von der OPC-UA-Spezifikation selbst. Dann gibt es darauf aufbauend sogenannte Companion-Spezifikationen oder Companion-Information-Models und die werden typischerweise in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen erstellt. Die können teilweise auch innerhalb der OPC-Foundation entstehen, aber dann sind es dann eher so Querschnittsthemen. Also zum Beispiel, was wir schon heute oder schon länger verfügbar haben, ist ein OPC-DI, Device Integration. Da geht es um ein allgemeines Gerätekonfigurationsmodell. Und da das die Basis für verschiedene weitere Standards liefert, haben wir das praktisch in der OPC-UA, in einer Arbeitsgruppe bei der OPC-Foundation bearbeitet. Aber zum Beispiel FDI, Field Device Integration, ist in einer eigenen Organisation, bei der die OPC Foundation nur Mitglied ist, entwickelt worden. Da geht es auch um Geräte, Prozessgerätekonfiguration, Analyzer Device Integration, da geht es um Prozessanalysegeräte oder eben diese IEC 61131 Mapping, also wo Standardprogrammiersprachen und deren Softwaremodell in ein OPC-UA-Modell übersetzt worden ist. Das war im Endeffekt eine Zusammenarbeit zwischen der PLC Open und der OPC-Foundation, eine gemeinsame Arbeitsgruppe von Experten aus beiden Seiten. Und das ist eigentlich, sage ich mal, der Standardfall für die allermeisten Arbeitsgruppen. Also zum Beispiel, wir arbeiten an diversen anderen Arbeitsgruppen wie BACnet, da geht es um Gebäudeautomatisierung, FTT, Field Device Tool, geht es auch um Gerätekonfiguration, AML, Automation ML, da geht es um Austausch von Engineering-Daten, MT Connect geht es um Machine Tools, MDIS, da geht es um Öl und Gas, um Kommunikation zwischen Leitsystemen und Förderequipment für Ölförderequipment, Subsea-Förderequipment. Auto-ID, da geht es um die Standardisierung von Schnittstellen, von RFID-Lesern, von Barcode-Lesern. ISA 95, da geht es um MES-Modelle oder ein anderes, was wir gerne an Arbeit ist, ein Euromap, verschiedene Euromap-Standards, da geht es um Spritzgussmaschinen. Also es gibt verschiedenste Arbeitsgruppen, wo wir an solchen speziellen Branchenmodellen arbeiten und die laufen eben in den allermeisten Fällen in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen. Das ist inzwischen ein großer Teil der Arbeit, die wir in der Standardisierung tun an der Seite. Gut, dann ein kurzer Überblick über die OPC-UA-Spezifikation selbst. Es gibt die Core-Spezifikation, das ist im Endeffekt die drei unteren Blöcke, die ich erklärt hatte, das Meta-Modell, also das ist Part 3 Address Space, das sind im Endeffekt die Grundregeln für den Aufbau eines OPC-UA-Server-Adressraumes, wie Objekte mit Variablen, Methoden kombiniert werden können, die Attribute sind da alle erklärt. Part 4 Service, das ist die abstrakte API. Part 6 Mappings, das sind im Endeffekt die Protokolle, die bei OPC-UA definiert sind. Und Part 5 Information Model, das sind im Endeffekt die Einstiegspunkte in den Server-Adressraum. Also zum Beispiel, wo finde ich die Objekte, wo finde ich die Typen, wo finde ich die Objekttypen. Die ganzen Standard-Datentypen und solche Sachen sind da drin definiert. Das heißt, Part 3, 4 und 5 und 6 bilden im Endeffekt die Basis für OPC-UA. Dann gibt es das übliche Konzept, also die Einführung
Part 2 Security Model, da ist mehr oder weniger das Security-Konzept von OPC-UA beschrieben und mehr oder weniger so ein Security-Assessment dokumentiert für OPC-UA. Aber die normativen Teile von Security, die finden sich eigentlich in den Services und in den Protokoll-Mappings und in den Profilen, wo dann die konkreten Algorithmen zum Beispiel definiert sind. Das ist in den Profilen, wo gesagt wird, okay, für dieses Security-Profil werden diese Algorithmen und diese Schlüssellängen verwendet. Kann ich ganz kurz eine Frage stellen von unseren Teilnehmern? Gibt es auch Aktivitäten mit der IEC 61850-Nominierung, Kommunikation in Schaltanlagen? Ja, da gibt es eine Arbeitsgruppe, die auch seit, ich glaube, seit einem Jahr jetzt aktiv ist. Oder die ist eigentlich seit 2 Jahren aktiv, die wurde aber jetzt wurden die Arbeiten sehr stark intensiviert und es wurden auch Face-to-Face-Meetings durchgeführt. Also da passiert jetzt ein bisschen mehr. Also da gibt es eine konkrete Arbeitsgruppe, ja. Also ich hatte jetzt keine komplette Liste. Es gibt im Augenblick bestimmt um die 25 bis 30 Arbeitsgruppen, die sich um solche Themen kümmern. Vielen lieben Dank. Bitte. Dann gibt es, wie gesagt, diese Access-Types, das sind diese Built-in-Models. Dann gibt es Utility-Spezifikationen wie Discovery oder Aggregates. Aggregates sind im Endeffekt Berechnungsformeln, die für einen historischen Zugriff verwendet werden können. Ich kann mir zum Beispiel dann 5 Minuten Mittelwerte berechnen lassen und die vom Server liefern lassen beim History Read. Oder auch bei den Live-Daten kann ich das Gleiche anwenden. Und das zur Übersicht zu den Parts von OPC-UA. Und kurz ein bisschen mehr Details zu der Historie. Also es gab im 2007 gab es eine erste Version, bei der aber die Protokolle nicht veröffentlicht worden sind. Das heißt, da haben die ersten Produktentwicklungen angefangen. Ich konnte aber keine Produkte freigeben, weil die Protokollspezifikation bewusst noch nicht freigegeben worden ist, weil eben noch sehr viel Evaluierungsarbeit erkennbar war. Die erste Version, die dann auch in Produkte gemündet ist, war diese Version 1.1. Da waren eigentlich so die wichtigsten Features von OPC-UA enthalten. Da gab es dann die ersten Produkte und dann auch Zertifizierungstests, weil ein Testing von so einem Standard ist sehr wichtig. Und da gibt es eben auch Testtools von der OPC Foundation, mit der ich dann auch, denen ich dann auch diese ganzen Profile abtesten kann. Und aus diesem ganzen Thema Test und Verifikation der Produkte und auch im Endeffekt Lücken aufzudecken, heißt ja nicht nur, dass Fehler in Produkten gefunden werden, sondern auch, dass Fehler in Testcases gefunden werden, sondern auch, dass auch Lücken in der Spezifikation gefunden werden, wo einfach Definitionen nicht genau genug sind. Und das ist ein großes Thema im Endeffekt für die Releases, die in der Version 1.2 oder jetzt in 1.3 gelaufen sind. Da war ein sehr großer Teil davon, waren im Endeffekt sehr viele Klarstellungen. In der Version 1.2 gab es im Endeffekt dann auch noch so Themen wie Historical Access, die vorher nur als Draft vorgelegen waren, und diese neuen Protokolle. Jetzt in der Version 1.3 ist noch ein netzwerkweites Discovery dazugekommen und ein paar Detailfeatures, aber da war auch der große Schwerpunkt im Endeffekt diese Klarstellung, die sich aus der ganzen Zertifizierung und aus dem Testing und aus der Entwicklung von Test Cases ergeben haben. Auf der IEC-Seite war es so, dass ein Großteil der Spezifikationen bis 2012 in dieser First Edition freigegeben worden sind. Das entspricht im Endeffekt größtenteils der OPC-UA 1.0.1 Spezifikation. Und in diesem Jahr sind dann dazugekommen im Endeffekt Edition 2 für alle, die schon vorher verfügbar waren, also Part 1 bis 10 und Part 11 und 13 sind dazugekommen, also die auch bei OPC-UA ein kleines bisschen später gekommen sind. Und diese Version entspricht im Endeffekt featuremäßig der OPC-UA 1.0.2 plus noch einige Klarstellungen, die da inzwischen dann schon eingearbeitet worden sind. Und das ist jetzt, das heißt, die IEC-Version ist auch auf einem sehr aktuellen Stand eigentlich. Was noch dazu gekommen ist, ist die erste Companion-Spezifikation, Part 100, weil FDI auch ein IEC-Standard ist und da war im Endeffekt die Anforderung, da FDI sehr stark auf OPC-DI, auf OPC-UA for Devices aufbaut,
war eben die Anforderung, auch diesen Teil als IEC-Spezifikation zur Verfügung zu stellen. Also das ist auch inzwischen abgeschlossen. Und woran wir im Augenblick noch arbeiten, ist das Part 12 Discovery, was jetzt in der 1.03-Spezifikation von OPC-UA neu dazugekommen ist. Kurz noch ein Ausblick auf ein Thema, an dem wir gerade arbeiten. Also nochmal als Zusammenfassung, OPC-UA ist eben sehr viel mehr als ein Protokoll. Es bietet im Endeffekt eine sichere, plattformunabhängig skalierbare Kommunikationsinfrastruktur und es bietet sagen wir, objektorientierte Mechanismen, wie ich Informationen beschreiben kann. Und das ist eigentlich der Kern von OPC-UA. Das Meta-Modell von OPC-UA, die Built-In-Modelle, das sind im Endeffekt Standardbibliotheken, die schon verfügbar sind, die ich verwenden kann. Aber dann eben ein großer Schwerpunkt ist, OPC-UA definiert, wie Informationen ausgetauscht werden und in Zusammenarbeit mit Branchenexperten, mit Experten für bestimmte Gerätetypen werden dann diese Companion-Informationsmodelle entwickelt, um eben branchenspezifisch oder Geräte- oder maschinenspezifisch eben eine semantische Interoperabilität sicherzustellen. Und heute ist es so, dass wir eben über ein Client-Server-Modell kommunizieren. Das heißt, der Server bietet bestimmte Services an, wie Browse, Read, Write, die ein Client aufrufen kann. Und für den Transport übers Netzwerk werden dann verschiedene Protokolle verwendet. Und diese Protokolle sind prinzipiell austauschbar, erweiterbar. Die Abstraktion erfolgt auf diesen Services. Und was wir im Augenblick dazu definieren, ist im Endeffekt ein Publish-Subscribe-Modell, wo wir eigentlich ähnlich vorgehen. Wir definieren ein allgemeines Konfigurationsmodell für Publisher und auch für Subscriber. Und die konkreten Protokollausprägungen, die sollen eben erweiterbar sein. Es wird natürlich am Anfang auch wieder vordefinierte Protokolle geben, aber die sind auch erweiterbar, ohne dass ich jetzt das Grundmodell, wie wir Publish-Subscribe in OPC-UA realisieren, verändern. Also um das Ganze zusammenzufassen, OPC-UA bietet eine sichere, plattformunabhängige Kommunikationsinfrastruktur, wo wir im Endeffekt eine herstellerübergreifende Interoperabilität sicherstellen. Aber das war das, was OPC schon immer versucht hat. Und das Ganze wird durch Zertifizierung und Tests und eben und Klarstellungen in den Spezifikationen natürlich immer weiter verbessert. Was aber ein wichtiges Thema ist für OPC-UA gegenüber dem klassischen OPC, ist einfach, dass wir auch eine semantische Interoperabilität erreichen wollen, dass ich praktisch nicht nur Bits und Bytes auf dem Netzwerk verstehen kann, sondern dass ich wirklich auch ein Modell von meinem Gegenüber verstehe und auf Modellebene Systeme verbinde und nicht mehr eben auf Bit- und Byte-Ebene die Systeme verbinde. Und damit eben auch, sagen wir mal, Standards, verschiedene Standards aus verschiedenen Bereichen zusammenbringen kann. Wir denken deshalb, dass OPC-UA ein wichtiger Baustein für Industrie 4.0 und Internet der Dinge ist, weil es einfach diese neben dem Protokollcharakter auch noch diese Standardisierung auf diesen weiteren Ebenen ermöglicht. Ja, das wäre mein Überblick gewesen. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit und würde mich noch über Fragen freuen. Vielen Dank, Matthias Damm, für dieses informative und aufschlussreiche Webinar. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und Sie können die erhaltenen Informationen weiterverwenden. Gibt es noch Fragen, die Sie direkt stellen möchten? Wieder in dem Fragen- und Antworten-Fenster, bitte. Sollten Sie im Nachgang noch Fragen haben, so können Sie diese gerne an uns richten per Mail. Die würden wir natürlich auch, wenn Sie für Herrn Damm, an Herrn Damm gerichtet sind, natürlich dann an ihn weiterleiten. Ich sehe, es kommen keine Fragen rein. Lassen wir noch einen kleinen Moment Zeit. Wie ich vorhin schon erwähnt hatte, würden wir uns freuen, wenn Sie an der abschließenden Umfrage zu diesem Webinar teilnehmen, um dieses Webinar auch verbessern zu können. Diese Umfrage öffnet sich automatisch, wenn Sie das Event verlassen oder das Event zentral von uns beendet wird.
Im Anschluss stellen wir Ihnen einen Link mit der Aufzeichnung zu diesem Webinar zur Verfügung, um sich das Ganze auch in Ruhe nochmal ansehen und anhören zu können. Wir werden jetzt nochmal schauen, ob noch Fragen eingegangen sind. Ich sehe leider keine. Gut, dann würde ich sagen, an dieser Stelle verabschieden wir uns und wünschen Ihnen noch einen guten Tag und auf Wiederhören.